So, einen wunderschönen. Eine kleine Aufnahme, weil ich bin gerade dabei, ein bisschen was mit dem Raspberry Pi hier zu experimentieren. Hallo. So. Genau. Hier. Mit meinem kleinen Kasten. Bin gerade dabei, ein bisschen rumzuspielen. Und zwar versuche ich da drauf OBS zum Laufen zu bekommen. Bin auch schon relativ weit fortgeschritten. Und da würde ich euch einfach mal ein bisschen zeigen, wo ich da gerade bin. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob hier alles passt mit Audio und so. Ja, sieht gut aus. Okay. Da würde ich mal sagen, wir schließen den Raspberry Pi mal ganz kurz an und dann zeige ich euch mal, wo ich hier gerade bin. Nicht wundern, wir haben jetzt hier, ich habe ja jetzt nur noch zwei Kameras drin. Einmal meine Frontkamera und einmal die Kamera. Also meine Stativkamera. Weil ich die dritte Kamera, die normalerweise auf der 5 läuft, also, ja, genau. Die ist gerade ab, weil ich da bis mit dem Raspberry Pi experimentiert habe. Hat leider nicht ganz so geklappt, wie es sollte. Warum, erkläre ich dann bald vielleicht. Genau, auf der 7 läuft ganz normal die Capture Card, wo der 2B2T-Server dran hängt. Und an der 5 hängt jetzt die andere Capture Card, wo jetzt über das wunderschöne HDMI-Kabel mit der Micro-HDMI der Raspberry Pi rankommt. Ungefähr. Oh, kennt man ja Schnittstellen. Da der mittlere. Da so. Der da. Der da. Ganz normal. Rein da. Und dann kommt noch da USB-C rein. Wegen weil Power. Und ich habe gleichzeitig auch noch mein USB-Dongle dran. Weil bei der Capture Card kann man zwar das Video abgreifen. Man hat aber leider keine Eingabe. Ne? Das heißt, die Eingabe läuft über ein über ein separates Set von Maus und Tastatur. Ah, da fährt der Rechner auch schon hoch. Deswegen habe ich jetzt hier zwei Mäuse und zwei Tastaturen. Ist halt so. Und dann schalten wir mal ganz kurz um auf die 5. Das wäre dann der hier. Ja, tada. Aha. So, der hat natürlich wieder die falsche Auflösung. Ganz klasse. Maus funktioniert, sehr gut. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken hier. Warte mal, kurz hier mein Workspace. Da, hier habe ich ein bisschen, kann ich ein bisschen rumspielen. Ne? Ich habe extra hier ein Workspace, wo ich ein bisschen Sachen rumschieben kann. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal kurz den Workspace, nehmen dich auf voll, sagen die anderen ausblenden und dich hier mal ganz kurz nach da und dann nach da. Und dann sieht man sowohl mich als auch das Bild from the Raspberry Pi über die Capture-Karte. Sehr schön. So, jetzt also das ist der Raspberry Pi. Da stellen wir mal noch ganz kurz die Auflösung ein. Ich weiß gar nicht. Ah, okay, deswegen habe ich das letztens verwechselt. Okay, also die Capture Card, die wo der 2B2T-Server dran hängt, die macht wohl standardmäßig Full HD, also 1080p. Aber die Capture Card, die zweite, die macht wohl standardmäßig nur 720p. Das ist ja interessant. Kann dafür aber auch 4K. Das ist ja interessant. Also eigentlich ist das hier, ne? Gut, machen wir mal hier. So. Ah, sieht schon besser aus. Ah, okay, guck mal, die nimmt auch physisch nur 720p auf. Das sieht ein bisschen nicht so geil aus. Aber egal. Reicht dafür Aufnahmen vollkommen aus. Kann man hier nicht zoomen? Zoom in. Ah, Fuß. Ne, das nicht. Wow. Das Terminal unterstützt kein Zoom. Was ist das für ein Terminal? LX-Terminal. Aber LX-Terminal kann doch zoomen.
Überscrollrad, einfach egal. Machen wir mal hier ab und zu ein paar Mal Steuerung, Umschalt-Steuerung plus. Klappt ja sehr gut. Umschalt-Steuerung plus, das ist doch richtig. Ist meine Tastatur aus? Nee, Tastatur funktioniert. Muss ja. Zoom in, Zoom in. So, okay. Genau, jetzt haben wir hier das Bild. Hier habe ich verschiedene Auflösungen eingetragen. Das ist quasi ein Hintergrundbild, was ich manuell mit GIMP bearbeitet habe. Was den Zweck hat, wie gesagt, mal hier dabei mit OBS rum zu experimentieren. Und der Raspberry Pi, das schafft aber von der Leistung her nicht Full HD aufzunehmen mit 60 Bilder pro Sekunde. Und dementsprechend, also ich mache mal hier noch mein GKM. Dann wollen wir das mal ganz kurz runter. Ungefähr so. Und dementsprechend habe ich hier ein paar Auflösungen markiert, damit ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel nur in 720p aufnehme, wie groß denn der Bereich ist, 720p. Das heißt, wenn ich jetzt mit 720p aufnehme, dann weiß ich, okay, die Fenster dürfen sich nur innerhalb dieses Rahmens hier bewegen, so von da bis da, ne? Ansonsten ist es außerhalb des Videos. Oder halt bei 360p muss ich es noch kleiner machen, weil da muss es hier oben reinpassen. Bei der 360p-Variante hier, ne? Also in dem Bereich. Ja, deswegen habe ich hier quasi dieses komische Ding gemacht. Aktuell ist OBS auch so eingestellt, dass es mit 360p aufnimmt, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal, wie bin ich denn hier gekommen? Weil OBS gibt es nicht in den offiziellen Repositories von Raspbian oder Raspberry Pi OS, wie es jetzt heißt. Das heißt, über sudo apt-install OBS geht nicht. Aber es gibt im Internet eine schöne Anleitung, wie man das Ganze aus den Quellen kompilieren kann, also halt die Quellen runterladen kann, entsprechenden Dependencies installieren und dann geht's ab. Und zwar. Genau, OBS Studio und Raspberry Pi 4. Es klappt wohl auch auf dem Raspberry Pi 3, ist aber da noch schlechter und alles darunter braucht man gar nicht probieren. So, hier hat man gleich den ersten Link. Bam. Und da kommt man auf eine wunderschöne Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ja. Und man kann das Ganze als Skript speichern und in das Skript ausführen. Ich habe es aber manuell die Befehle eingetippt in mein wunderschönes Terminal. Das heißt, man kann also quasi einfach hier diese Skript, also diese Befehle eins zu eins abarbeiten. Was nicht geht, ist der letzte Befehl, also nicht der letzte, sondern der Befehl hier. Den musst du ein bisschen anpassen. Weil das Ganze hier läuft wohl nur mit der OBS-Version 25 und die aktuell draußen ist ja die 27er-Version. Das heißt, die ersten Befehle kannst du ganz normal abarbeiten, bis hier. Ja, die Befehle kannst du abarbeiten. Und der CMake-Befehl, der muss dann aber so aussehen. Wichtig sind dabei diese beiden Sachen hier. Und was du auch noch installieren musst zusätzlich ist. Sind. Muss ich mal überlegen. Genau, die Wayland Dependencies. Die sind hier auch nicht aufgeführt. Ne, ist ja hier der große Befehl, der geht ja ganz weit bis nach Japan und wieder zurück. Und der hört hier bei S-Wing auf. Und nach dem S-Wing, was ungefähr hier ist, musst du dann halt noch Wayland mit hinzufügen, weil die aktuelle Version von OBS braucht halt auch Wayland. Dementsprechend musst du das auch mit angeben. Das hier nicht, das ist wohl von mir ein Versuch gewesen, der nicht gefruchtet hat. Das heißt, die Dinge habe ich später wieder runtergeschmissen. Damit wollte ich quasi das hier umgehen, hat aber wie gesagt nicht funktioniert. Deswegen muss ich das trotzdem deaktivieren, genauso wie dieses Build-Browser auch. Und ja, damit kannst du dann halt OBS kompilieren. Und wenn du dann halt OBS startest, musst du auch wieder auf was achten.
weil mein Test ganz komisch ist. Das ist, mein Test sage ich schon. Raspbian, der gibt sich als OpenGL nur mit Version 2. noch was aus. Ich glaube, Version 2.1. OBS braucht aber die Version 3.3 mindestens. Und dementsprechend musst du, wenn du OBS startest, vorher noch dieses Mesa GL Version Override noch mit angeben, damit sich das halt mit OpenGL 3.3 ausgibt. Und wenn du das dann machst, dann funktioniert es tatsächlich. Dann startet OBS wie am Schnürchen. Ich habe OBS auch schon ein bisschen eingerichtet. Und zwar halt auf die 360p Variante mit 15 Bildern pro Sekunde. Das schafft der Raspberry Pi 4 gerade so. Die Sache ist die, wenn du eine höhere Auflösung aufnimmst, deswegen habe ich ja hier auch noch weitere Sachen hinzugefügt, geht das auch, aber die Framerate bricht halt drastisch zusammen. Heißt also zum Beispiel, wenn man oben mit OBS 720p aufnehmen möchte, dann landet man nur noch so bei um die 10 Bilder pro Sekunde. Und wenn du Full HD aufnehmen möchtest, dann hast du nur noch so 6 Bilder pro Sekunde, was halt viel zu wenig ist. Genau, dementsprechend habe ich halt standardmäßig 360p. Da habe ich immerhin 15 Bilder pro Sekunde. Was noch wichtig ist, wenn man solche Spielereien machen möchte auf dem Raspberry Pi, dass man beim Aufnehmen wirklich sagt, super fast. Ansonsten ist einfach das Encodieren so CPU-intensiv, dass der Raspberry Pi auch nicht handeln kann. So, das ist soweit schon mal OBS. Ich habe hier halt meine Bildschirmaufnahme und ich habe sogar eine Kamera dran. Da ist allerdings die Sache, ich wollte halt wie gesagt erst eine von meinen beiden Kameras, also von den drei neuen eine Kamera nehmen. Die sind aber wohl zu stromhungrig. Weil der Raspberry Pi 4, das USB ist ultra spannungsinstabil. Ne? Also ich meine, das Ding läuft ja über USB-C. Gepowert wird das Ganze mit einem 45 Watt Netzteil von einem Laptop. Also Power hat das Ding eigentlich genug. Trotzdem bricht die Spannung zusammen. Das heißt, ich habe wieder mein altes Headset genommen. Das gute Ding hier. Was vorher an meinem Bildschirm dran war. Und habe das jetzt genutzt. Schließe ich jetzt mal hier ganz kurz an. Aber machen wir ganz kurz hier. Kommt jetzt hier quasi noch neben meine vorhandene Kamera. Habe ich zwei Kameras. Oh mein Gott, ich kann in Stereo aufnehmen. Naja, mehr oder weniger. So, jetzt kommt die an den Raspberry Pi 4 ran. Ich hoffe, der ist dabei nicht ausgegangen. Macht er nämlich auch gerne, dass er dann einfach die Spannung so weit zusammenbricht, wenn man da irgendwas anschließt. Also wenn hier meine beiden USB 3.0 Sticks zum Beispiel, wenn ich die anschließe während des Betriebs, dann geht der Raspberry Pi einfach, also geht nicht aus, aber macht halt einen Neustart. Einfach weil Abfuck. So. Dann kannst du wieder weg. Ah, ist noch an. Sehr schön. So, und jetzt müsste ich hier eigentlich eine Kamera haben. Er findet sie, aber er zeigt sie nicht an. Ist ja auch interessant. Ich starte mal ganz kurz OBS neu. Mal jetzt beenden hier. Dann machen wir das Ganze mal nochmal. Ah, und schon haben wir mit Kamera. Das heißt, ich kann jetzt meine Kamera, also die gute, die hier, kann ich jetzt abschalten. Die brauchen wir nicht mehr. So. Denn wir haben jetzt innerhalb des Raspberry Pis haben wir jetzt eine Kamera, meine gute alte Kamera. Ich meine, wie gesagt, ne, solange wie ordentlich belichtet ist und man keinen Full HD braucht, reicht die ja vollkommen aus. Wobei die gerade ein ganz schönes Tearing hat innerhalb von dem Raspberry Pi, ist ja Katastrophe. Ja, wie gesagt, geht. Das heißt, man sieht schon, an sich funktioniert OBS halt wunderbar. Jetzt hat man hier Screen plus Kamera. Das heißt, man hat halt, wie gesagt, hier oben diesen Ausschnitt. Den sieht man halt. Man sieht auch, wenn ich das Fenster rein bewege, habe ich wieder diese wunderschöne Fensterception. Yay!
Macht Laune. Das Schöne bei 360p ist, ich kann das Fenster so weit rausschieben, dass man das OBS-Fenster nicht mehr sieht innerhalb der Aufnahme. Das finde ich halt ganz geil. So, und jetzt kann ich sogar sagen, ist jetzt hier meine schöne Aufnahme. Ich schiebe das mal hier rein. Jetzt starte ich meinen Test auf dem Raspberry Pi. Achso, siehst du, das da kann weg. Das brauche ich nicht. Das war nur zum Testen. So. Mein Test habe ich auch so konfiguriert, dass es nur noch 15 Bilder pro Sekunde ausgibt. Und dass es mit einer festen Auflösung von 640 mal 480 läuft. 640 mal 360, so rum. Wenn man jetzt hier sagt, Titelleiste ausschalten. Und man jetzt mit der Alt-Taste gedrückt das Fenster verschiebt, kann man es genau so machen, dass es hier reinpasst. Und schon kann man meinen Test aufnehmen mit einer unglaublichen Auflösung von 360p. Das ist so krass. Das machen wir direkt mal. Man sieht, mein Test funktioniert. Jetzt starte ich mal noch direkt auch mal die Aufnahme hier. Aufnahme starten. Bumm. Hier sieht man vielleicht auch schon, wie hier die CPU hochgeht. Beziehungsweise hier unten hat man komplett Übersicht, ne? Also jetzt gerade 40%. Ja, mit der GUI, die GUI-Skalierung bei meinem Test, bei kleinen Auflösungen, ist Katastrophe. Apropos Katastrophe, ich mache mal hier wieder meine richtige Kamera ran. Dann schiebe ich die mal. Ah, denn, was tue ich hier gerade? Ich möchte dich haben. Nein, ich möchte dich haben. Ich möchte dich haben. Jawohl. Ah, oh, jetzt schiebe ich dich mal. Oh, ich werde gerade angegriffen. Ah, egal. Ach komm, ich lasse sie einfach hier unten. Da stört sie keinen. Wobei, da sieht man dann die FPS nicht. Ich mache mal hier. So, da stört es keinen. Perfekt. Kann noch ein bisschen größer machen. Perfekt. Also die Kamera, die unten ist jetzt quasi nicht mehr Teil des Raspberry Pis. Das ist jetzt wieder mein Host-Rechner, der das macht. Am besten, um ein bisschen Verwirrung loszulassen, mache ich die mal doch aus. So, jetzt sieht man nur noch das, was direkt der Raspberry Pi macht. Damit keiner sagen kann, ich cheate. Oh, da muss man jetzt halt mit der kleinen Kamera hier leben. Ist halt so. Vor allem auch mit dem Delay, weil es ja zweimal verzögert ist. Aber egal. So, wir machen mal hier Respawn. Es ist ganz schön dunkel. Machen wir mal Time. So, dass jetzt der Tag ist. Ja, klar. Grant me all. Bitte mit 2L. Und dann revoke me creative. Ist immer ganz wichtig, wenn man sich alle Rechte gibt, muss man sich danach creative wieder nehmen. Ansonsten zerschießt das Aufsammeln und das Platzieren von Items, weil die Zahlen nicht mehr runter gehen. Ich finde es immer schön, wenn da irgendwelche YouTuber da sich alle Rechte geben und dann wundern, warum das mit dem Inventar nicht mehr klappt. Ja, muss man wissen. Ist halt so. So, wir sind jetzt wieder hier in the game. Ich kann jetzt sowohl hier rüber spielen als auch hier rüber spielen. Finde ich ganz witzig. Wobei für mich persönlich ganz das hier sogar angenehmer ist, weil das beim Blick besser ist, als da so komisch schräg zu gucken. Nein, ich brauche das da. So. Ah, man sieht also, mein Test läuft mit 15 Bildern pro Sekunde. Wunderbar. Mit Aufnahme gleichzeitig. Und ich habe dabei gerade mal so 46, also so um die 50% CPU-Auslastung. Wenn man das Ganze jetzt höher macht, oh ja, da hat man gerade gesehen, ist die Kamera kurz pausiert, da ist wieder die Spannungsversorgung zusammengebrochen von dem USB. Das Problem ist, wenn man die Auflösung halt höher macht, halt zum Beispiel 720p, dann hat man halt, wie gesagt, nur noch 10 Bilder pro Sekunde und das liegt nicht an der CPU, sondern irgendwie daran, wie der Raspberry Pi intern das Bild, also wie OBS das Bild abzapft. Oder auch wenn man das mit FFmpeg macht, also mit diesem X11 Grab oder ähnliches, dann kann man halt aus dem Videospeicher nicht mehr als 6 Bilder pro Sekunde bei Full HD oder halt 10 Bilder bei 720p rausziehen. Es geht einfach nicht. Ne? Das ist dann nicht irgendwie durch die CPU begrenzt, sondern wirklich da irgendwas anderes
entweder die Datenbandbreite zur GPU, also zum VRAM oder irgendwie was ist da am Haken. Deswegen kann man halt 15 Bilder pro Sekunde nur bei 360p haben. Mehr geht halt nicht. Auch wenn es von der Rechenleistung locker mehr möglich wäre. Das Schöne ist, dadurch, dass wir nur 50% CPU-Auslastung haben, hat halt mein Test ein bisschen mehr Reserve. Das heißt, man kann währenddessen, kann halt zum Beispiel die Welt generiert werden oder was auch immer. Ich gehe jetzt mal wieder nach Hause. Da so. Achso, nee, muss ich ja so machen. Voilà. So, wo ist der Sandmonster? Oh, guck mal, da ist unser Stuff. Das Sandmonster ist weg. Okay, ja gut. Ja. Das heißt, das funktioniert soweit, auch mit Audio. Wobei, also hier innerhalb von OBS habe ich jetzt natürlich nur In-Game-Sound. Ich habe da keinen Mikrofon-Sound, weil meine alte Kamera, die hat da kein Mikrofon eingebaut. Und leider hat der Raspberry Pi auch keinen Audio-Eingang. Das heißt, wenn man jetzt mit dem Raspberry Pi Audio aufnehmen möchte von außerhalb des der meinte der also von außerhalb halt, dann müsste man entweder halt eine Kamera benutzen, so wie halt meine neuen Kameras, die ein Mikrofon eingebaut haben, was über USB geschleust wird, oder aber alternativ so eine USB-Soundkarte, also hier so ein Ding zum Beispiel, so eine USB-Soundkarte wurde dann halt manuell, die halt auch selber über USB angebunden wird. Ich sage ja, die Qualität von meiner alten Kamera ist super schlecht. Wir machen mal so hier, ne? So eine USB-Soundkamera. USB-Soundkarte. So, jetzt habe ich es aber. Tada. Ja, schön süß und klein. Und das kann man halt bei dem Raspberry Pi ranstecken. Ja, das Ding hat kein Gehäuse mehr. Fragt bitte nicht warum. Dinge sind geschehen. Und das Ding kann man halt wunderbar schön anschließen an den Raspberry Pi. Da so. Da so. Und dann kann man halt daran ein Mikrofon anschließen oder halt, wie gesagt, eine Kamera nutzen, die halt Audio über USB tunnelt. Genau. So, schauen wir mal wieder zurück hier. So. Dadurch, dass ich das beides nicht habe, habe ich halt hier nur In-Game-Sound. Reicht ja aber für so kleinere Sachen vollkommen aus. So. Ne, man sieht hier unten. Da unten den Ausschlag, wenn ich jetzt hier laufe oder ähnliches oder irgendwelche Sachen mache, sieht man halt wunderschön, funktioniert einwandfrei. Okay, dann soll das aber erstmal sein. Wir beenden mal ganz kurz meinen Test und stoppen mal die Aufnahme. Dann können wir uns nämlich mal angucken, wie das Ganze innerhalb von warum fehlen hier um die ganzen Icons? Ach nee, die sind da, die sind nur ultra hell. Also ich muss schon sagen, diese zweite HDMI Capture Card, die ist irgendwie nicht so gut wie die andere. Zum Glück habe ich mir zwei verschiedene gekauft. Egal. Videos. So. Und OBS. Und das ist das Video, was ich gerade eben aufgenommen habe. Das war ein Test von vorhin. Können wir mal, uns mal beide angucken. Wir machen erstmal die, die wir gerade eben aufgenommen haben. So. Wie man sieht, klappt wunderbar. Wie gesagt, mit den 15 Bildern pro Sekunde, ne? Aber aber man hier nicht so viel. Mal hier weiter, weiter, genau. Oh, ah, schön. So. So, da laufen wir. Sehr schön. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier. Was tue ich hier? Okay. Sehr schön. Ist weniger verwirrend. Also man sieht, wie gesagt, ne, volle 15. Da. Man sieht also volle 15 Bilder pro Sekunde, so wie wir auch aufgenommen haben. Das klappt also wunderbar. Solange man mit wenig zufrieden ist. Aber es ist halt möglich. Vor allen Dingen, was ich halt relativ schön finde, ist halt, dass OBS so wunderbar funktioniert. Wo ich ja dachte, dass gerade OBS an sich halt der Endgegner ist. Aber tatsächlich nicht. Das eigentliche Problem ist wirklich, dass der Raspberry Pi halt mit dem
abnehmendes Bildmaterial nicht hinterherkommt, dass er halt wirklich nur 15 Bilder pro Sekunde bei 360p kann und nicht mehr. Egal, was die CPU sagt. So. Seht ihr jetzt hier noch was im Video? Nee, ne? Machen wir mal das Video weg. Machen wir mal das Video, was ich vorhin aufgenommen habe. Habe ich nämlich ein bisschen rumgespielt. Ein bisschen in meinen Test. Und man sieht schon, 360p reicht halt vollkommen aus für meinen Test. Ne? Man kann, als Zuschauer sieht man alles. Man kann auch alles, man kann ja halt Icons erkennen, man sieht, was man macht. Also, ich sag mal so, 360p reicht vollkommen aus. Gut, jetzt war natürlich die Frage, wenn man muss das Ganze dann später hochskalieren. Ist ja auch der Grund, weswegen ich meine Videos, die ich hochlade, als 4K hochlade und nicht als Full HD. Weil die Sache ist, wenn man das Video jetzt, so wie es jetzt ist, also mit 360p auf YouTube hochlädt, dann macht YouTube einmal das Video und das, was dann hinten rauskommt, also das 360p, was denn man als YouTube-Videokonsument bekommt, ist eine absolute Katastrophe. Da ist dann alles so super verwaschen. Da erkennt man dann wirklich, da ist alles super verschleiert. Man erkennt gar nichts mehr. YouTube halt. Wie gesagt, das ist ja auch genau der Grund, weswegen ich meine Videos in 4K hochlade. Um genau dieses zu entgehen, weil selbst bei Full HD schluckt halt YouTube so viel Qualität. Das ist Katastrophe, was da hinten rauskommt. Und ja. Also wie man sieht, OBS auf dem Raspberry Pi problemlos möglich. Ich schalte mal meine Kamera hier wieder aus. So. Sehr gut. So. Aha. War also ein voller Erfolg mit dem guten OBS hier. Wie gesagt, Wermutstropfen ist halt, man muss OBS komplett selber kompilieren. Das heißt, wer daran scheitert, ist, wenn er auch mit Hilfe nicht klarkommt, nicht so, ne, dann ist halt Feierabend. Aber ansonsten kann man hier halt alles machen. Ne? Also man hat auch die klassischen Feature. Ich kann jetzt hier also zum Beispiel noch sagen, Text hinzufügen, Text da. Achso, okay. Ah. Hallo Welt. Ja, schreiben sollte gelernt sein. Hallo Welt. Okay. Ja, kann man, hat man hier wunderschön, hat man denn so. Wie groß ist das bitte? Holy moly! So. Tada. Also, man kann halt alles machen, was man halt in OBS machen kann. Und das ist halt schon geil. Wenn man mal bedenkt, ne, dieses Ganze, also, das ist ja das, was man als Compositing bezeichnet, also das Zusammenfügen der verschiedenen Bildquellen: Hauptbild, meine Kamera, der Text. Ne? Das alles schluckt gerade mal 20% CPU-Leistung. Also, es ist schon krass, wie viel Leistung der Raspberry Pi eigentlich hat. Ich habe auch schon probiert, mit meiner HDMI Capture Card an dem Raspberry Pi anzuschließen und damit quasi Full HD aufzunehmen. Hat aber leider nicht geklappt, weil da dann auch wieder die Spannung zusammenbricht. Meine HDMI Capture Karte zieht einfach zu viel zieht einfach zu viel Strom. So dass die Spannung halt so weit zusammenbricht, dass halt alle USB-Geräte resettet werden. Und na, wie ist der zum Beispiel, hängt die Kamera wieder. Das ist immer dann, wenn USB-Strom zusammenbricht, Spannung zusammenbricht, weil zu viel Strom. Finde ich halt schade. Vor allem das Problem dabei ist, dadurch, dass ja meine Maus und meine Tastatur auch über diesen USB-Dongle dran hängen, verabschieden die sich dann auch in dem Moment. Das heißt, wenn ich gerade im Mindtest irgendwas abbaue, dann hatte ich ja meine Maustaste gedrückt. Wenn dann die Spannung wegfällt, dann ist Mindtest immer noch in dem Zustand mit, ich baue die ganze Zeit was ab, obwohl ich die Taste schon längst wieder losgelassen habe und baue dann in Mindtest irgendwelche Sachen ab, jetzt ist schon wieder Strom weg. Ja, dann baut Mindtest irgendwelche Sachen ab, die ich gar nicht abbauen möchte, aber ich kann dann auch nicht viel tun, weil meine Maus nicht mehr funktioniert. Ist zum Glück immer nur so ein paar, also ungefähr, ja, so 1 bis 2 Sekunden, je nachdem, mal kürzer, mal auch länger. Aber es kann schon störend sein.
Jetzt kann man natürlich gucken, dass man für den Raspberry Pi irgendwie so einen USB-Hub nutzt, der self-powered ist, also wo du halt noch ein Netzteil dran hast. Damit quasi das überbrücken, muss ich mal gucken. Ich habe halt gerade so einen USB-Hub nicht rumfliegen. Also ich habe zwar zwei, die noch eine externe Spannungsversorgung haben, aber die sind fest mit meinem Hauptrechner verbunden. Deswegen kann ich die jetzt nicht abnehmen. Also das könnte man nochmal probieren. Da könnte man vielleicht auch mit HDMI Capture Card hier rangehen, weil erkannt wird die Karte auf jeden Fall. Ja, die wird auch hier bei OBS mit aufgeführt. Das hat alles wunderbar funktioniert. So lange, bis die Spannung zusammengebrochen ist. Dann hat es nicht mehr funktioniert. Ja. Jutchen, das soll es damit erstmal gewesen sein. Ich nehme mal ganz kurz den Text hier wieder weg. Der ist irritierend. Ja. So. Dann mache ich mal dich wieder weg hier. Dann wechseln wir mal wieder ganz kurz hier auf meinen Rechner. So. Aha, und dann bitte einmal die Vorschau schließen. Sehr schön. So, und du kannst auch weg. Ja, yeah, whatever. Genau. So. Dann soll es das damit auch erstmal gewesen sein. Proof of Concept hat funktioniert. OBS mit dem Raspberry Pi ist möglich. Was ich sehr geil finde. So kleine Spielereien macht halt Spaß. So, na dann würde ich mal sagen, sieht man sich dann irgendwann mal wieder. Und wenn nicht, bin ich wahrscheinlich gestorben. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Bis dann.